hör mal zu, Qualität hat ein Geräusch. Mit diesem Geld konnte man diese Fahrzeuge kaufen. Und das ist unser Früher. Unser Früher ist nicht in der Steinzeit. Unser Früher ist Pi mal Daumen 30 Jahre her, wo die Automobilbauer nachhaltig gebaut haben, so dass es nach 30 Jahren immer noch funktioniert, immer noch reparabel ist und immer noch umweltschonend ist. Die Menschen, die sich gerne auf Asphalt kleben, sollten sich hier mal einen Tag hinsetzen und verstehen, dass es gar nicht umweltschonender geht, etwas, was schon besteht, was schon erfahren ist, was schon bewährt ist, einfach mal aufzubauen. Für diesen Sound, ne, da braucht man andere eine CD. Verstehst du? Das ist Motorsound Original. Da gibt es keine irgendwas dazwischen und diese Vollidioten mit ihren Auspuffklappen, ne? Hätte ich das meinem Chef damals erzählt, der hätte mich nach Hause geschickt. So ein Scheiß. Gib mal einmal Gas kurz. Und man sieht den Farbunterschied, deswegen werden wir die auch wechseln. Ich bin da nicht pingelig, ne? Das Männerfahrzeug, ja, von außen alt. Und jetzt gehen wir mal sofort mal unten herum. Hier sind die Schätze versteckt, guck mal hier. Das ist einer, den gibt es glaube ich nur einmal. Neu. Der Motor neu, Lenkung neu. Hey, wir wollen gar nicht alles aufziehen, was alles neu ist. Das Besondere ist, dass hier noch ein Schlauch ab ist. Das ist nur die Entlüftung. Sprechen wir über die Entlüftung des Tanks. Wenn du tankst, geht Flüssigkeit rein und Luft strömt raus. Damit das nicht in die Umwelt gerät, haben die sich so eine Mühe gegeben, dass hinten die Luft durch ein Rohr bis hier vorne über einen halben Kilometer hier in den Aktivkohlefilter geht und vom Aktivkohlefilter wieder in den Motor gelangt zum Wiederverbrennen. Erstmal spart das Kraftstoff, zum Zweiten geht das nicht in die Umwelt. Also damit man mal versteht, wie umweltbewusst die in den 90er gearbeitet haben. Umweltbewusster geht nicht, weil man die auch Einzelteile ersetzen kann. Muss nicht die ganze Stoßstange wegschmeißen, sondern nur die vordere Lippe. Eventuell, wenn die überhaupt kaputt geht. Ich meine, wir haben ja den Test gemacht, wir fahren gegen eine Mauer. Das Ding kriegt eine Macke, aber es geht nicht kaputt. Komisch, beim modernen Auto zersplittert das, als wäre es sonst wie. Gehen wir weiter zu den schönen Sachen. Turbo. Sieht man ein bisschen da oben. Ich meine, wir haben die Dinger ja ausgebaut, wir haben auch schöne Bilder im ausgebauten Zustand. Das Besondere hier, die schöne Edelstahl-Auspuffanlage, ne? Das muss man sich mal genauer angucken. Das ist echt eine feine Geschichte. Einfach mal querbeet. Komm, guck mal, das hatte ich schon vor 2 Jahren aufgeschrieben, ne? Können wir jetzt abhaken, endlich. So, Fahrwerk hier haben wir unseren kaputten Zylinder, den muss ich auch ersetzen, ja. Das ist die Edelstahl-Auspuffanlage, das Enteröhrchen, das ist echt schön alles. Das ist richtig schön und das sieht hier auch noch von hier schön aus, guck mal. Das Gelb, ich meine, ich muss ja nicht immer alles farbig sein, aber es sieht einfach schön aus. Da wo ich hinzeige, wäre schön, ja. Natürlich Reifen neu, alles neu. Muss ja einfach sicher sein auch. Und die hier den Unterboden vorzeigen, nicht geputzt und nicht poliert und nicht abgelutscht. Einfach original ist er so. Der ist einfach original so. Und der ist nicht, wie soll ich sagen, man muss den jetzt nicht unbedingt versiegeln, weil die vom Werk aus schon, wie man hier sieht, so gut versiegelt sind, dass nach 30 Jahren immer noch nicht aufgeplatzt ist, immer noch keine, ja, wie soll ich sagen, manche lösen sich ja ab. Und das ist einfach Qualitätsware hier. Lange aufnehmen, natürlich ist es dreckig, ist ja klar, das ist von unten. Aber hier ist alles akkurat.
guck mal hier, diesen Motor. Das muss noch mal zeigen. Wow. Gelungenes Projekt. Ne, hier können wir auch mal mit Bremse rein. Dass man auch mal sieht, dass man hier sowas auch sehr überschaubar bauen kann. Und nicht so verkleidet. Sofort entdeckt man, wenn irgendwas hier nicht passt. Das ist der Vorteil bei diesen alten Autos. Hier habe ich den Radkasten reingeklemmt. Letztes Mal hatten wir ja aufgenommen, wie wir von innen alles versiegelt haben. Da haben wir unsere Popnieten wieder drin, überall schön fein, ja. Alles am Blinken und Glänzen. Das ist der Klimakompressor, ne? Damit man mal weiß, wo der sitzt. Das ist nämlich sehr undankbar, den zu tauschen. Deswegen haben wir es sofort gemacht, wo wir den Motor ersetzt haben oder eingebaut haben, sofort mit ersetzt. Hier Bremssättel ist natürlich alles neu, ne? Hier noch ein paar Kappen. Aber bald ist Finish. Auf jeden Fall. Das ist das Gute. Ja. Schöne bewegte Bilder. Der Seitenblinker, ne? Wie das Plastik noch geschmeidig ist nach fast 30 Jahren, ne? Das Ding ist fast 30 Jahre. Und wie einfach man an so eine Glühlampe kommen kann. Und das ist noch eine originale. Also, originale Birnen bedeutet, originale Sicherung bedeuten immer ein stabiles Bordnetz. Deswegen fliegen ja bei den modernen Autos immer irgendwelche Module durch, weil das Bordnetz immer zack, ruckartig immer an Bord rumspielt. Und das ist ein ruhiger Patient, der eine Lichtmaschine, 12 Volt Anlage, alles ist hier mit 12 Volt, völlig easy. Und das läuft ja, wie man sieht, nach 30 Jahren immer noch. Das ist das Schöne. Und die werden wir ersetzen in weiße, weil das einfach schöner aussieht. Und da muss auch eine gelbe Birne da rein. Glühlampe. Und hier sieht man geile Steckkonstruktionen, die nicht abbrechen. Das ist alles geschmeidig. Ich meine, ich will ja nicht diese Mechatroniker neidisch machen, weil ich weiß, dass die echt einen scheiß Job haben. Weil kein Auto heutzutage so gebaut worden ist, dass es zerlegbar sein soll. Es soll immer irgendwas kaputt gehen. Und hier haben wir eine großzügige lange Kabel, ne? Wo du bei anderen, aber wir wollen da nicht vertiefen. Okay, Blinker neu, fertig. Man kann es aber vertiefen. Das soll ja auch die Benutzerfreundlichkeit demonstrieren, dass man nicht immer abhängig ist, wenn die Glühlampe kaputt ist, dass man in den Werkstatttermin ist ja alles schön und gut, aber das dauert alles viel, viel Zeit. Dauert einfach. Zack. Kommen wir zu dem Thema Ersatzteile. Natürlich haben mich Ersatzteile doppelt, dreifach, fünffach, zehnfach, ich weiß gar nicht, wie viele Sachen ich habe. Aber ich verkaufe sie nicht im wilden Internet an jemanden, der da irgendwo sitzt und sagt, ja, schicken Sie mir mal das. Nein, mache ich nicht. Die Sachen behalte ich mir erstmal vor, mein Fahrzeugen und natürlich meinen Liebhabern, die hier hinkommen, Zeit nehmen und ich sag mal, respektvoll mit unserer Angelegenheit umgehen und nicht diese Dödeltypen aus dem Internet. Das ist halt anders. Wir haben nicht nur die einzelnen Teile, sondern wir kümmern uns jetzt schon darum, dass wenn es Teile nicht mehr gibt, dass wir welche nachkonstruieren, nachbauen und so weiter und so fort. Wir sind keine Eintagsfliegen wie manche moderne Autos, die nach einer Garantiezeit sowieso in die Tonne gehen, sondern wir haben hier Autos, die haben schon ein Vierteljahrhundert hinter sich und die möchten, die meisten, fast alle, möchten diese Autos bestenfalls vererben. Der ein oder andere hat es schon geschafft, Hut ab vor den einen oder anderen, der gesagt hat, ich will mein Auto vererben und er hat es wirklich gemacht. Jo, Kofferraum, ne? Da können andere heute von träumen, von solchen Raumwundern. Warum das ein Raumwunder? Sollte man mal immer, jedes kleine Kind können das vergleichen auf dem Parkplatz. Den nächsten Parkplatz kannst du vergleichen. Wie groß ist die Heckscheibe, Seitenscheibe vom Kofferraum? Das ist der Rekordhalter im Moment. Vergleichen und alle haben den kleineren. Wir haben den größeren. Das ist so.
das ist wieder Zuverlässigkeit. Gut, Dani, mach mal bitte vor. Hi, Knoppers. Na, wieder wach? Du hast geschlafen, hast du, ne? Was willst du? Was ist los? Hast du ein Problem oder was? Hä? Was ist dein Problem? Ah, hast du eine Lösung? Zum Beispiel ein Leckerli? Ja? Ja? Komm. Glühlampe wechseln bei so einem Wagen zum Beispiel, ne? Wir werden die Lampen sowieso rausnehmen, haben wir ja gesagt, ne? Die ist nicht original. Ich wollte mal demonstrieren, nur wie schnell man das Ding zum Beispiel in der Hand hat hier. Komplett mit Fassung und allen Pipapo. Hier kannst du die Glühlampe wechseln und easy peasy wieder einbauen. Das ist halt dieser Unterschied zwischen den Autos und anderen. Das ist einfach nur benutzerfreundlich. Und natürlich auf der anderen Seite, von hier aus auch unten, nehmen wir unten ab. Zack, Stecker ab. Und da finden wir unsere ganzen Glühlampen, die auch alt sind und immer noch funktionieren. Das ist einfach, finde ich irgendwie cool. Dass das auch ein kleines Kind vielleicht wechseln könnte sogar. Ne, und morgen bauen wir die Lampen um, bla bla bla. Und so weiter und so weiter. Hier, diese Kreuzchen hier, da siehst du schön, habe ich Kreuzchen gemacht, weil die Verkleidung einfach verbohrt worden ist. Die machen wir halt neu. Himmel ist noch schön. Licht geht auch. Wunderbar. Klappe zu, auf geht's. Da muss man sich das mal anschauen, dass man hier die Verkleidung sogar einzeln trennen kann und das einzelne Element ersetzt. Das ist ein Anti-Rubbelgummi, dass man, ne, hier überall Schrauben, Muttern, kannst du die Verkleidung sogar reparieren. Und hier, und deswegen baue ich die aus, weil hier einfach Löcher drin sind, das mag ich nicht. Und da sind auch Löcher drin. Und hier wieder, kann man mir glauben. 2 Euro. Weißt du was? Jetzt kommen wir zu dem Vorteil von Akkuantrieb. Da ist noch so eine Klammer. Siehst du die Klammer hier einzeln schon? Allein die Klammer. Was da für eine Mühe sich gegeben worden ist, dass man das hier sogar die Klammer nochmal wieder verwenden kann. Hab ich gleich. So, hier. Sogar die Klammer kann man wieder verwenden. Auf dem Teller. Und hier ist noch eine Klammer. Dann haben wir die Ford Performer alle schon fertig. Hast du gesehen? Yep. Da ist sie, guck mal hier. Zack da rein. Verkleidung ab. Und das hier kann man sogar ersetzen. Hier ist der Ausschnitt für die Scheibenantenne. So ein altes Auto, aber eine Scheibenantenne drin. Und noch zum anderen wollte ich noch etwas zeigen. Zum einen und zum anderen. Zum anderen hat er eine Zentralfolgung für die Tankklappe und falls die mal ausfällt, haben die hier ein Drehtchen raushängen lassen, damit du hier, wenn die Lampenverkleidung abnimmst, hier noch dran kommst und den Zentralverriegelungsmotor manuell betätigen kannst. Okay? Dann guck mal hier, einmal hier, zack. Verstehst du? Alles einfach nur cool gemacht. Dahinter ist der Motor versteckt und wenn du hier dran ziehst, entriegelst du den Motor. Das heißt, die haben so gedacht, dass wenn sogar was schief geht, dass du selber helfen kannst. Hier sehen wir wieder so eine Dämmpappe, ne? Anti-Vibrations-Mappe, Pappe. Und hier alles voll lackiert, voll versiegelt. Und wenn wir schon dabei sind, wir behandeln auch die Stellen, wo die Sonne nicht hinscheint, indem wir einfach mal auch die Hohlräume
einfach mal was reinjagen. Das mache ich nachher nochmal in Ruhe, dass man sieht, auch hinter den Kulissen muss es akkurat sein, damit das Auto nicht kaputt geht. Darum geht's. Geht dann auch ein bisschen besser. Guck mal hier, jetzt Farbunterschied. Jo. Jo. So. Dass wir den Innenraum mal kennenlernen, ne? Fahrer-Airbag. Das Besondere hier an diesem Lenkrad, der hat nur einen Knopf, das ist für die Hupe. Ja, ich meine das ernst. Stimmt. Das zweite Besondere ist, hier hat man ein Loch, wo man sich frei auswählen kann, welches Radio man haben will. Hier ist alles möglich, weil das ist die DIN-Form. DIN war damals für alle frei zugänglich. Heute macht jeder seine eigene Soße und nichts anderes geht da rein. Die Benutzerfreundlichkeit bei solchen Autos ist einfach auch, dass man Elemente wie diese Steuereinheit hier für die ganze Klimaanlage, oh, Klimaanlage, Zwei-Zonen-Klimaanlage, Beifahrer kann regulieren, wie er die Temperatur haben will. Riesenluxus, was heute teuer ist. Das war schon drin. Eine automatische Klima, kann sich Temperatur einstellen, auf Automatik und dann läuft das Ding automatisch, macht es seine Klima frisch, okay? Und das Tolle bei diesen Geräten ist, dass die hier nicht softwareabhängig sind, sondern dass du die 1:1 von anderen Autos umbauen kannst. Deswegen diese umweltbewusste und nachhaltige war damals nur. Du kannst das da woanders reinbauen, es läuft. Du brauchst nichts verheiraten, nichts scheiden, Blödsinn, umbauen. Weiterfahren, Kosten sparen und das Auto einfach am Leben halten. Und genau rückwärts geht es ja auch einfach. Und das Tolle ist, dass es so ein intelligentes Auto, es erkennt sofort, alle Fehler sind weg, ich habe meinen Teil wiederbekommen, ich halte die Kusche. Und ich muss nicht an Laptop zurückgesetzt werden, neue Software update und bla und blub. So, was kann ich noch zeigen? Schiebedach? Ne, hat er nicht. Das ist das Armaturenbrett vom anderen. Bauen wir auch gerne mal um, damit es einfach schön ist. Traktionskontrolle hat er. Heizbare Spiegel und Heckscheibe natürlich. Bordcomputer hat er. Hat er Nebel. Und was er hat hier ist solche Verriegelungen. Die müssen in die Geschichtsbücher, weil es sowas heute gar nicht mehr gibt. Dass man eine Tachoeinheit mit zwei einfachen Handgriffen in dem Sinne festgeklebt noch ein bisschen mit Gefühl, ein bisschen mit Spucke. So, es braucht alles sein. Und dann könntest du die Kabel abnehmen und den ganzen Tacho hier rausnehmen. Und das Tolle ist, du kannst die Glühlampen ersetzen und du brauchst nicht immer wieder neue Einheiten, Displays und was alle gibt. Man muss sich auch fragen, warum haben sich diese ganzen Internetreparateure gebildet, die sowas immer reparieren. Deswegen, es gibt so viel Schmu, dann müssen sich ja Firmen bilden, die das dann reparieren. Und das gibt es bei dem halt nicht. Dem machst du mal, hier ist auch Tacho stehen geblieben. Ne? Da muss auch ein Zahnrad rein. Und hier diese Geschichte hier mit der Tür, darf ich hier mal reingreifen, dass du dich hier in einem Unfall oder wenn die Batterie alle ist oder irgendwas passiert im Brandfall, dass du dich selber hier befreien kannst mit Mechanik. Das ist das Besondere, dass hier Mechanik ist, die dich nicht hängen lässt. Handbremse. Heute gibt es ja nur noch elektrische Handbremsen. Das, was dieser Hebel macht mit den zwei Seilzügen, machen ja heute Computer schon. Und bei uns halt macht es der Mensch. Und das Tolle ist, hier kannst du sogar die Handbremse einstellen, ne? Nachjustieren. Also wer Probleme hat mit Handbremsen, elektronische, der tut mir echt leid.
Weil die Probleme haben wir nicht, weil wir hier einfach einen Mechanik haben. Und hier auch Kontakte, wie einfach wie aus dem Lego-Baukastensystem, was einfach nicht kaputt gehen kann. Ne, da ist die Lampe mit den Ding. Und keine Module, keine Computer, nur ein Schalter mit einem Kabel. Hier sehen wir eine Konstruktion, das ist hier nicht, damit es toll aussieht. Das ist eine Weiterstabilisierung der Karosserie. Dass wenn es beim Unfall kommt, das hier auch noch zusammen, die ganze Karosserie versteift. Wie eine Domstrebe vorne, hat er hier Domstreben drin. Und wir haben ja gesehen, dass es bei dem US-Modell noch mehr gibt. Das ist die Domstrebe für den Schutz für den Passagier. Warm. Das ist das Ding mit dem Turbo, der muss erst warm werden. Mach die Heckklappe bitte zu. Komm mit rein. Dann nochmal runter drehen. Es geht ja immer darum, auch die Autos nicht nur fertigzustellen, sondern auch zu testen. Weil wir können uns das nicht erlauben, die Leute wegzuschicken mit dem Risiko, dass wegen einer Kleinigkeit wiederkommen. Einfach zu weit weg kommen die hier. Was andere haben gesagt? Ja. Und das ist der Riesenvorteil bei unseren Handbremsen. Du kannst dann auch mit spielen. Das kannst du mit den elektronischen nicht. Okay? Das heißt, du kannst hier so fahren und dann kannst du auch die Handbremse mal ziehen. Überlegen, wir haben jetzt daraus 100 PS mehr gemacht, ne? Der hatte vorher 140, jetzt hat er 226 und plus. Komm, einmal unter die Haube noch mal schauen. Der hat jetzt gerade Betriebstemperatur, da müssen wir alles checken. Man muss die Maschinen auch checken, wenn die heiß sind. Wie gesagt, es nützt ja nichts, wenn man zum Arzt geht und der Arzt streichelt da einmal über den Rücken und du fährst wieder nach Hause. Hier werden die Autos belastet, extrem belastet, damit die sicher funktional wieder fahren können. Ich kann mir das nicht erlauben, halbe Sachen zu machen. Wenn er kaputt gehen soll, dann soll er hier kaputt gehen. Ab Richtung Haube. Gucci. Wow, was für ein geiles Bild. Muss ich ja überlegen, hier war ja alles auseinander, bis ins letzte Bauteil war alles auseinander. Jede Schraube, jeder Clip, jede Lagerschale, jeder Kolben, Kolbenringe, Ventilschaftrichtung, Simmerringe, alles. Und jetzt läuft das Ding wieder wie neu. Nein, besser wie neu, weil solche Motoren gibt es ja nicht mehr zu kaufen. Es gibt ja keine Verbrenner. Nur unsere kann man revidieren bei uns. Entlüftet werden, muss alles erstmal eingefahren werden. Ja,
Da kommen diese Flachscheißer an. Ja, man geht so mit dem revidierten Motor nicht um. Ja, mit irgendeinem nicht, aber mit so einem kann man das machen. Jetzt kalt laufen lassen, abstellen. Moin!